Hallo und willkommen bei Spiellust mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinkommt zu einer Vorab-Vorstellung von einmal die Insel der Katzen, Kätzchen und Biester. Und Kickstarter Erweiterung 2. Genau, das Ganze wird wieder auf Deutsch oder ist jetzt auf Deutsch bei Skellig erschienen. Wie gesagt, das hier sind noch die Vorab-Versionen. Das Ganze wird dann quasi ausgeliefert. Wir haben das hier von Skellig zur Verfügung gestellt bekommen, um euch das mal zu zeigen, was ihr dann eventuell bekommt, wenn ihr schon unterstützt habt oder wenn ihr noch Interesse dran habt, ob euch das vielleicht gefällt oder nicht. Wir möchten kurz über Insel der Katzen, Kätzchen und Biester mit euch sprechen und dann werden wir kurz auf den Inhalt der Kickstarter 2 Erweiterung eingehen. Das heißt, ich zeige euch jetzt hier einfach mal ganz kurz die kleine Box. Die ist natürlich ein bisschen kleiner wie das Grundspiel. Ich muss kurz gucken, dass ich im Bild bin. So bin ich im Bild. Machen wir das Ganze doch mal auf. Es ist wieder ein wirklich schöner, dicker Karton, der sich auch langsam und spannend öffnet. Wir haben hier die Spielregeln. Wir haben eine kleine Übersicht und zwar für die Familienregeln. Es gab ja auch schon bei Insel der Katzen eine Familienversion ohne die Karten. Und hier habt ihr nochmal einen Überblick nur mit Regeln für die Familienversion. Klar, wir haben wieder einen neuen, wir haben einen Spielblock. Jetzt habt ihr die Ergebnisse gesehen. Ich habe nicht gewonnen. Schade war's. Es gab einen Gleichstand. Wir haben hier Beutel, wir haben einen blauen Beutel. Hier kommen auch schon gleich ein neues Element dazu. Das sage ich euch gleich. Wir haben grüne Beutel, da sind wieder die Kittens drin. Kittens. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu. Ihr seht hier die coolen Sachen. Wir haben böse Rattenfiguren inzwischen drin. Wir haben Punktemarker, wir haben neue Körbchen und Füße, die kann man jetzt nur einmal benutzen. Hier ist das Tableau, welches wir gleich brauchen werden, wenn wir mit den Kittens spielen würden. Wir haben natürlich noch die schönen Holzfiguren. Und was macht jetzt die Kätzchen- und Biester-Erweiterung anders? Ich habe es ja gesagt, es gibt jetzt Kittens, also Babykätzchen. Und die werden hier zusätzlich bei der Insel mit ausgelegt. Hier kommen immer zwei Babykätzchen, ich muss immer, will immer Kitten sagen, also Kätzchen drauf, hier kommen auch zwei Kätzchen drauf und die kosten entweder 2 oder 5 Fisch. Das Gute ist bei diesen kleinen, ihr bekommt pro Korb 2 von diesen. Also sie sind super geschickt, wenn ihr eure Familien größer machen wollt. Das heißt also, ihr bekommt ja am Spielende Punkte, wenn diese Katzen und Kätzchen auf eurem Schiff extra groß sind. Dafür ist diese Erweiterung super. Was mir richtig gut gefallen hat, sind diese neuen Punktemarker. Denn ihr habt jetzt jede Runde oder am Spielende unterschiedliche Bedingungen, die ihr haben könnt, um nochmal extra Punkte zu bringen oder zu kriegen. Das hat mir echt super gut gefallen, weil das bringt nochmal einen ganz anderen Twist in dieses Spiel, dass ihr jetzt halt versucht, zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Katzen zu haben oder irgendwo hingebaut zu haben. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, ich fand es auch richtig toll, weil da hier nochmal eine zusätzliche Herausforderung während dem Spiel entsteht. Hier gibt es auch Anfangs- und Endbedingungen, die sind auch angepasst, was ich richtig klasse finde. Da werden die Blättchen entsprechend umgedreht und während dem Spielverlauf hat man eben diese Dinge, wo man eben erreichen möchte. Außerdem haben wir hier noch diesen roten Beutel und rot bedeutet immer Gefahr, wobei ich gar nicht finde, dass es wirklich gefährlich ist. Bevor du die Gefahren zeigst, möchte ich kurz die Kätzchen zeigen. Entschuldigung, das sofort. Ich finde die einfach klasse. Ich halt mit meinen Biestern. Ich habe euch die ja noch nicht gezeigt, deswegen ich lege sie mal hier auf meine Hand, weil schaut mal an, was für süße kleine Kätzchen wir jetzt hier haben. Ich glaube, du bist ein bisschen befangen, weil wir selber Kätzchen haben. Also ich finde die auch einfach wirklich super knuffig. Ihr habt hier wirklich, bin ich denn im Bild? Ja, ihr habt halt echt so ganz süße kleine Dinge und die sind toll, um Lücken zu stopfen. Und wie gesagt, diese Familiengröße zu machen. Jetzt kommt die Gefahr. Jetzt kommt die Gefahr, aber ich finde sie gar nicht so gefährlich. Nein, nein. Ich finde sie eigentlich richtig toll. Und zwar haben wir hier Biester und da kommt eben schon direkt in der ersten Runde eine kleine Änderung rein. Ihr werdet hier auf dieser Fünferseite von Katzen-Fisch-Aktion eben keine Katzen haben, sondern ihr werdet hier Biester haben. Das heißt, hier werden zufällig auch Biester entsprechend der Spieleranzahl gezogen. Diese werden in diesen Bereich gelegt. Und ihr könnt euch jetzt für 5 Fisch diese Biester eben anwerben auf euer Boot. Und eigentlich sind sie nicht so gemein, wie man denkt. Denn diese Biester machen eigentlich nur das. Die machen was Gutes eigentlich. Sie werden auch mit in euer Boot gepuzzelt. Und ihr werdet jetzt hier eben versuchen, dieses Biest mit in eure Katzenfamilien zu integrieren. Und ihr seht schon, es gibt ganz viele verschiedene Biester. Auch wieder ganz viele verschiedene Formen. Und ihr seht eben auch, dass hier verschiedene Farben dran sind. Das heißt, ihr versucht jetzt an dieses Biest entsprechend eine Familie hinzupuzzeln. Das heißt zum Beispiel, hier möchte ich eine gelbe Familie, eine rosane und eine grüne Familie angrenzend. Und ihr wisst ja, eine Familie ist erst eine Familie, wenn sie mindestens aus 3 Mitgliedern bestehen. Und dann kommt eben dieses Biest mit ins Spiel. Das heißt, sie haben eine Freundschaft geschlossen mit der Familie. Und dann haben wir hier noch diese Biesterfigürchen.
Und dann nehme ich mir einfach dann eine Biesterfigur und stelle sie dann auf diesen Knotenpunkt. Jetzt beispielsweise sprich, hätten wir hier die gelben mit angepuzzelt. Hätten wir hier jetzt eine gelbe Familienkatze mit angepuzzelt, dann ist diese hier verbunden. Sie haben eine Freundschaft geschlossen. Und für jede Freundschaft, die nachher mit Katzen besteht, bekommt ihr am Ende einfach nochmal zusätzlich 5 Siegpunkte, was echt ordentlich sein kann. Genau, auch das bringt nochmal eine andere Variation rein. Die Kittens, wie gesagt, die habe ich noch nicht gesagt, besser gesagt, die kriegt nämlich nur der Startspieler. Jetzt ist nochmal ein extra Fokus darauf, vielleicht möglichst viel von diesen Schuhen auszugeben, damit ihr Startspieler werdet. Nämlich nur als Startspieler habt ihr diese Möglichkeit, diese Kittens anzuwerben. Genau, die Kittens sind schüchtern, da müsst ihr schnell sein, um euch diese Dinger zu schnappen. Das würde ich sagen, es kommen natürlich noch ein paar neue Karten dazu, also more of the same, ein paar coole neue Effekte sind da mit dabei. Melli, was hat es mit diesen Ratten auf sich? Ja, die Ratten können auch wiederum über diese Blättchen hier reinkommen. Da kann es sein, dass dann so Königsratten mit reinkommen. Und diese Königsratten geben einfach noch mehr Minuspunkte. Es gibt ja nicht genug. Genau, es gibt noch mehr Minuspunkte, aber ich kann auch diese Ratten wiederum vertreiben, was gar nicht so schlecht ist. Aber auch, was witzig ist, wenn nämlich so eine Ratte in einem Raum ist, dann ist dieser Platz belegt. Das heißt, der Raum wäre dann zugepuzzelt. Das ist sowohl gut als auch schlecht. Gut wie auch schlecht, ja genau. Vielleicht, weil sie so groß sind wie die Kittens, ich weiß es nicht. So, das war jetzt Nummer 1, Kätzchen und Biester. Ja, ich räume das mal ein bisschen auf die Seite, weil jetzt kommt nämlich die Kickstarter 2 Erweiterung. Ja. Von uns, die wir euch zeigen möchten. Wir schieben das einfach mal hier aus diesem Bereich raus. Genau, den Block kann ich auch wegschieben. Dann sieht man nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich hatte 84 Punkte, glaube ich. Das finde ich schlecht. Oder war es 48? Ne, 84. Hier ist jetzt die Insel der Katzen Kickstarter Erweiterung. Ihr seht schon, sie ist sogar noch ein bisschen flacher, aber gleiches Format. Passt sich auch wieder wunderbar an vom Cover. Und sie geht einfach auf. Und ihr seht schon, das große Hauptaugenmerkmal sind eben diese Biester. Wir haben jetzt hierzu nochmals ein Upgrade. Wir haben hier im ersten wären das die Biester und im zweiten haben wir eben so super deluxe, zuckerschöne Biester eigentlich, muss ich sagen. Einfach mega Upgrades. Das heißt, wir haben hier, ich kriege die Tüte gerade nicht auf, wir haben hier wirklich wunderschöne abgegradete Biester. Und die Farbe spielt hierbei gar keine Rolle, aber sie sehen einfach nachher viel, viel schöner und toller aus, wenn die dann eben eine Freundschaft geschlossen haben, dann kommen sie eben hier mit euren Familien drauf. Dann haben wir in dieser Box noch weitere Aufgaben, also noch mehr Aufgaben, noch mehr Abwechslung, noch mehr, was ihr versuchen könnt zu erreichen. Wir haben noch jede Menge neue Biester mit im Spiel. Und ich finde die wirklich richtig toll einfach. Sie sind so schön bunt ja, und freundlich echt eigentlich. Hier irgendwie so eine Art Ameisen, Heuschrecken, Skorpion. Das hier ist doch eine Gottesanbeterin. Nee, Gottesanbeterin ne? Wären grün. Und, gut. Und wir haben hier auch noch kleine Kätzchen mit dabei. Und die kennt ihr vielleicht. Das sind nämlich diese beliebten Oschak-Kätzchen. Die über Karten eigentlich ins Spiel kriegen. Genau. Diese kommen jetzt also zu den Kätzchen mit rein und da ändert sich dann auf einmal noch mal ein bisschen was bei diesen Kätzchenerweiterungen. Und zwar, wenn dann so eine Oschakatze mit dabei ist, die ist ja natürlich sehr, sehr edel, diese kleine Mieze. Du meinst, sie mag nicht mit jemand anderem in die Box gehen? Genau. Also wie eine von unseren dreien. Oschakätzchen. Ja, und die Oschakätzchen sind eben deswegen besonders, wenn ihr jetzt Kätzchen retten wollt, könnt ihr jetzt nicht einpacken, Kätzchen in einen Korb packen, das heißt zwei, sondern wenn Oschakätzchen dabei ist, dann könnt ihr eben nur dieses Oschakätzchen retten. Aber das, oder das andere. Genau, oder das andere. Und dieses Oschakätzchen ist eben wie die im Grundspiel schon, ihr könnt sie dazulegen und dann nimmt sie diese Farbe eben von der Familie an. Das seid ihr also nochmal ein bisschen individueller. Wir haben hier nochmals zusätzlich neue Katzen einfach mit dabei. Also ihr packt dann nochmal ein paar mehr Katzen mit in den Beutel rein. Da habt ihr einfach noch mehr Auswahl in der Familie. Ja, mehr Puzzleteile sind immer gut. Und wir haben auch hier wiederum neue Karten, die mit ins Spiel kommen. Wir haben hier 9 Punkte, wenn genau 2 gewöhnliche Schätze den Rand deines Boots berühren. Also hier kommen einfach nochmal zusätzliche Karten mit rein. Und ich muss sagen, ich hatte auch diese hier. Und diese Karte finde ich extrem stark, weil mit einer Karte kostet zwar 5 Fisch, aber
ich habe gleich zwei Körbe. Das heißt, ich kann sofort zwei Katzen retten. Voll gut. Oder ein Oschakit. Oder das, ja. So, ja, das war die Vorstellung schon. Ich finde, diese kleine Erweiterung, die hat mir echt gut gefallen, weil sie eben ja, das Grundspiel schon wirklich aufpeppt, ein paar Neuerungen reinbringt. Daher würde ich sagen, das ist auf jeden Fall, was ihr euch auf jeden Fall angucken wollt, wenn ihr die Insel der Katzen mögt. Die Kickstarter-Erweiterung, das ist einfach im Großen und Ganzen ein bisschen more of the same und was fürs Auge. Also wenn ihr sagt, ich möchte natürlich auch, dass mein tolles Spiel diese richtig hübschen Biester hat. Ihr möchtet natürlich diese Oschak-Kätzchen mit reinhaben und more of the same, weil euch... More of the same. Weil ihr das einfach haben wollt, dann müsst ihr auch vielleicht euch mal diese Erweiterung noch ein bisschen angucken. Wie gesagt, die Kätzchen- und Biester-Erweiterung, die fand ich sehr gut, weil die hat für mich allein durch diese Aufträge, die ich erfüllen kann, das Spiel sehr viel abwechslungsreicher gemacht. Jetzt kommt jede Runde, können hier andere Sachen passieren, auf die ich gehen möchte, um Punkte zu kriegen. Die Biester sind ebenfalls eine tolle Erweiterung, um hier noch ein paar Punkte extra zu machen. Ja, ich finde auch, es ist eine ungelungene Sache und man merkt gar nicht, dass es eine Erweiterung sozusagen ist, denn beide Erweiterungen, muss ich sagen, fügen sich nahtlos wirklich richtig toll ins Grundspiel ein und macht Spaß und macht halt dieses Spiel nochmal ein bisschen größer und ein bisschen mehr. Genau, das war es aber schon in unserer Vorstellung. Ihr habt jetzt gesehen, was ist drin, was bekommt ihr vielleicht, was möchtet ihr vielleicht. Lasst doch gerne einen Kommentar da, lasst auch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und ein Abo, falls ihr uns noch nicht folgt, das hilft uns und den Kanal. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!